Also heute ist das Thema, was ist Krankheit? Krankheit besteht ja aus verschiedenen Anteilen. Also im Endeffekt haben wir bei jeder Krankheit einen geistigen Aspekt, einen psychologischen Aspekt und einen körperlichen Aspekt. Was ich damit meine ist, jede Krankheit erwächst eigentlich aus dem Geist, also aus den spirituellen Problemen, die wir haben, geistigen Problemen, die wir haben. Diese schlagen sich dann auf die Psyche nieder. Also wir haben vielleicht keine gute Verbindung zu uns selbst, zu dem, was wir wirklich sind, zu unserem wahren Selbst. Und das erzeugt ein schlechtes Gewissen uns selbst gegenüber, weil wir ja nicht das sind, was wir eigentlich sein wollen. Und das schlägt sich dann eben wiederum auf unsere Stimmung nieder. Und so schlägt sich das weiterum nieder auf unseren Körper. Das heißt, wenn unsere Emotionen von unserem schlechten Gewissen, von unseren geistigen Problemen durch unsere Psyche, unsere Emotionen dann geschwächt sind, ne, dass wir uns schlecht fühlen, weil wir negativ über uns selbst denken, weil wir nicht das tun, was wir eigentlich tun wollen, aus dem tiefsten Inneren heraus, oder einfach gar keine Verbindung mehr dazu haben und das gar nicht mehr spüren können, dann tun wir unterbewusst Dinge, die uns krank machen. Das heißt, wir hängen dann in irgendwelchen Verhaltensmustern, die uns nach und nach körperlich schwächen und irgendwann auch zum Tod führen können, wie zum Beispiel Rauchen. Ne? Oder irgendwelche Gifte zu uns nehmen, regelmäßig Dinge tun, die uns nicht gut tun, wie zum Beispiel übermäßigen Sex oder uns zu hart ins Zeug legen im Sport oder versuchen mit Arbeit irgendetwas zu überdecken, das wir in unserer Familie nicht hinbekommen, indem wir uns in die Arbeit stürzen und uns ablenken oder indem wir uns anderweitig ablenken durch Konsumverhalten. Und das führt halt immer dazu, dass wir irgendwann körperlich krank werden oder irgendwas tun, das uns körperlich krank macht oder uns selbst verletzen beim Sport oder eben bei Borderlinern zeigt sich noch klarer, die verletzen sich ganz bewusst selbst. Ne? Oder also da gibt es auch Übergänge und verschiedene andere Möglichkeiten. Und jeder Mensch hat eine individuelle Krankheit. Es gibt quasi so viele Krankheiten, wie es Menschen gibt. Und es gibt halt so viele Wege zu uns selbst und zu Gott, wie es Menschen gibt. Und jeder muss diesen Weg für sich selbst finden. Jeder muss sich selbst ergründen, um da weiterzukommen. Und das passiert halt nicht einfach so, sondern nur, wenn wir wieder Verbindung haben zu unserem Gefühl, wenn wir unsere Emotionen auflösen, indem wir sie ergründen, indem wir uns selbst auch lieben, obwohl wir nicht alles perfekt gemacht haben, indem wir unsere negativen Gefühle auflösen, indem wir sie durchlieben. Und also Krankheit ist ein vielschichtiges Ding und ja, auch unsere Emotionen können direkt auf unseren Körper wirken, im Positiven wie im Negativen. Das heißt, wenn wir uns gut fühlen, ist unser Immunsystem stärker und unsere Heilkraft ist größer. Wir können uns selbst besser heilen, der Körper heilt schneller und dadurch werden wir auch schneller gesund. Wenn es uns nicht gut geht, dann werden wir auch schneller krank oder sind anfälliger für Infektionen und für andere Probleme. Und es kann auch sein, dass wir eben Gifte nicht mehr so gut aus dem Körper ausscheiden, weil wir auch die negativen Gedanken, die dazu passen, nicht so gut von uns weghalten können. Immer wieder schlecht über uns selbst denken und denken, wir sind nicht gut genug oder wir können das nicht gut genug. Und das sind halt Muster, die sich immer weiter manifestieren und dann zu Gewohnheiten werden. Und wenn wir einmal so ein schlechtes Gewohnheitsmuster haben, dann ist es für viele Menschen sogar angenehmer, in diesem Gewohnheitsmuster zu bleiben und weiter zu leiden, anstatt
etwas daran zu ändern und dadurch irgendwie den eigenen Zustand zu verbessern.